Vor kurzem hat mich Andreas gefragt, wie ich das in meinem Projekt zur Filmmusik Blind Date mit dem Tod in Cubase so eingestellt habe, dass die Audio-Files, die Temp-Tracks, nicht die Position verändern, wenn ich mein Tempo verändere. Sehr gute Frage und das zeige ich anhand der Marker und auch anhand der Audioclips. Ich habe jetzt hier das Projekt, wir sehen hier den Film, unter dem Film die Audiospur. Über dem Film sehen wir die Marker und die sind auch genauso lang, wie der Film ist. Unten drunter habe ich jetzt ein paar Temp-Tracks. Das ist eine sehr frühe Version. Wir sehen, hier ist gerade noch die Version, die ich mit dem Unacorder eingespielt habe, also die allererste Spur. Und hier sind noch ein paar Temp-Tracks. Das Tempo liegt jetzt bei 71 BPM. Und jetzt denke ich mir, Mensch, ich möchte das Ganze etwas schneller haben. Stelle das mal um auf 80 BPM. Und jetzt sehen wir hier bei der Spur Guide 5, dass sich hier auf einmal zwei Audioclips überlappen. Wenn ich auf 71 gehe, dann ist das nicht der Fall. Bei 80 schon. Wenn ich jetzt wieder auf das Originaltempo gehe und wähle den ersten Clip an, dann sehen wir, dass der anfängt bei Takt 18 auf die Zählzeit 2 und noch ein bisschen später. Jetzt ändere ich das Tempo auf 80. Naja, die Zählzeit bleibt, aber dadurch, dass sich das Tempo ja erhöht hat, kommt diese Zählzeit also auch viel früher. Und deswegen kommt dieser Clip natürlich auch früher. Jetzt gibt es einige, die versuchen, das mit diesem Sperrsymbol zu machen. Ich probiere das mal aus, drücke drauf, gehe jetzt auf die 80 BPM und ja, wir sehen, das bringt überhaupt nichts. Wir haben wieder die Überlappung. Ich kann zwar die Clips nicht bewegen, weder nach links, nach rechts, noch nach oben, nach unten. Dafür ist sie gesperrt, aber das bringt in diesem Fall nichts. Dafür ist die Lösung aber, dass ich im Inspektor die Zeitbasis umschalte zwischen musikalisch und linear. Und jetzt ist dieser zweite Clip nämlich nicht mehr hier auf der Taktposition, sondern auf der Zeitposition. Und die ist jetzt hier bei einer Stunde und 54 Sekunden und 4 Frames. Und wenn ich jetzt mein Tempo ändere, dann ändert sich hier überhaupt nichts. Und das ist nicht nur für diese Audioclips wichtig, das ist auch sehr wichtig für meine Markerspuren. Das kann man in den Markerspuren leider nicht im Inspektor ändern. Wenn ich jetzt auf die Audiospur gehe, hier geht das im Inspektor, da kann ich das umschalten. Ich kann das auch auf den Instrumentenspuren machen, auf MIDI-Spuren. Bei den Markerspuren geht es nicht im Inspektor, nur im Trackfenster. Und wenn man das nicht sehen kann, dann muss man das ein bisschen nach unten aufziehen. Jetzt ist das Ganze hier auch auf musikalisch. Noch passt das Ganze, sobald ich aber eine Tempoänderung mache. Ich gehe wieder auf 80. Da können wir sehen, dass die Marker erstmal super gut aussehen. Also die Änderung ist erstmal überhaupt nicht sichtbar. Aber ich kann sehen, dass der letzte Marker aufhört, weit bevor der eigentliche Film aufhört. Das heißt, hier setze ich das Ganze auch auf linear. Und wenn ich jetzt irgendwelche Tempoänderungen mache, dann bleiben die Markerspuren so. Zusätzlich versehe ich die Markerspuren meistens noch mit einem Sperrsymbol, denn wenn ich in der Musik irgendwas mache und rausschneide und woanders hinschneide, möchte ich das meistens nicht mit dem Marker machen. Wenn ich das machen möchte, dann habe ich meistens noch mehrere Markerspuren und genauso habe ich die Videospur gelockt und auch die Audiospur von dem Video. Wenn dir das Ganze geholfen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit du immer auf dem Laufenden bleibst.
Wenn du viel Auto fährst oder joggst und nicht das Bild brauchst, dann ist der Podcast sicher für dich ganz interessant. Den Link dazu findest du in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal.